So, hallo, guten Abend zusammen. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem morgigen Spiel in der UEFA Europa Conference League im Playoff. Unsere Eintracht trifft auf Royal Union Saint-Gilloise hier in Anderlecht in Brüssel. Begrüße Cheftrainer Dino Topmöller und Aurelio Buta. Euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, und natürlich auch die Zuschauer auf Eintracht TV. Sorry für die Verspätung, dem Flug geschuldet und dem starken Verkehr hier in Brüssel. Aber jetzt sind wir da und bereit für die PK. Dino, wie ist die Marschrichtung für morgen? Was gibst du den Jungs mit? Ja, als allererstes ist, glaube ich, wichtig, dass jetzt Kampfmodus angesagt ist. Es ist ein K.O.-Spiel. Do or die. Entweder kommen die weiter oder wir. Und ich glaube, wir sollten uns sofort morgen in Stimmung bringen, dass es hier ein heißer Tanz wird, der uns erwartet gegen eine Mannschaft, die zu Hause Liverpool geschlagen hat, die grundsätzlich zu Hause ungeschlagen ist bis jetzt in der Europapokalsaison, die unangefochten Tabellenführer ist in Belgien. Aber ich habe auch meiner Mannschaft gesagt, dass wir Eintracht Frankfurt sind und dementsprechend auch so auftreten möchten. Und wie gesagt, es gilt, in den Kampfmodus zu schalten morgen. Aurelio, it's not your first time against Saint-Gilloise. You played them during your time in Antwerp. Which experience do you have? Yeah, it's not my first time playing against them. And what I can say, it's a team that it's always difficult to play. Is doing good seasons in the last couple of years. And yeah, it's a team that has quality, good players. But we are ready. We're gonna give our best to win the match. Thanks, Aurelio. Dann kommen wir zu euren Fragen an die beiden. Starten bei Ralf Weidbrecht von der FAZ. Dino, um Markus Krösche zu zitieren, klassischer Fußball ist out, wir wollen Heavy Metal sehen. Wie sieht Heavy Metal der Mann bei Eintracht morgen Abend aus? Ja, um darauf einzugehen, bin ich jetzt weder Heavy Metal noch Klassik-Fan. Ich glaube, die letzten zwei Konzerte, die ich mit meiner Frau besucht habe, waren U2 und David Guetta. Also ich weiß schon, was Markus damit meinte, und da hat er auch zu 100% recht. Es gilt einfach, nochmal eine höhere Aktivität an den Tag zu legen, eine höhere Aggressivität an den Tag zu legen, um dem Spiel noch mehr unseren Stempel aufzudrücken. Ich glaube, dass wir in der zweiten Halbzeit gegen Bochum eine Leistung gesehen haben, auf die wir zumindest mal kämpferisch vom Einsatz, von der Intensität her aufbauen können, und wollen dann natürlich auch darüber hinaus besser Fußball spielen. Ich glaube schon, dass wir viele Elemente schon davon auch gezeigt haben. Es gilt halt darum, um diese Momente immer wieder dann auch zu zeigen, öfters zu zeigen, in einer gewissen Konstanz auch zu zeigen. Ich glaube, wir haben in der Bundesliga, sind wir auch die Mannschaft, die ganz vorne dabei ist in Umschaltaktionen offensiv, was Tore betrifft. Ich glaube, da sind wir über 11 oder 12 Tore haben wir da schon erzielt. Also wir haben auch schon, diese Elemente haben wir schon auch im Tank. Und wie gesagt, es gilt einfach auch da eine richtige Mischung zu finden, um das dann auf den Platz zu bringen. Sonja Pahl von FFH, bitte. Dino, wenn du sagst, Kampfmodus einschalten, wo nimmst du den Optimismus her, dass das einfach so gelingt auf dem Knopf? Das habe ich ja gerade gesagt, dass es gegen Bochum, vor allem in der zweiten Halbzeit, was Kampfbereitschaft, was Einsatz, was Wille betrifft, sehr gut war. Ich glaube, wenn man das Spiel sich anschaut, dass wir fußballerisch Dinge besser machen können, dass wir von der Struktur her noch besser auftreten können, aber wenn du die Bereitschaft siehst, die Jungs an den Tag gelegt haben, die Intensität, die Sprints, die wir gemacht haben in dem Spiel, dann war das schon ein ordentlicher Schritt. Aber wie gesagt, es gilt halt, diese Aktivität morgen, über 90 Minuten wirst du es nicht schaffen. Es gibt immer wieder Phasen im Spiel, wo du halt auch mal vielleicht tiefer verteidigst, wo du vielleicht auch mal einen Tick passiver bist, um auch nochmal Energie einfach zu tanken. Es kann keine Mannschaft 90 Minuten sprinten. Aber wir versuchen natürlich trotzdem dann gerade im Lauf, Anlaufen vorne, dann das nochmal in einer guten Synchronität hinzubekommen als Gruppe, um diese Ballgewinne dann auch zu erzielen, und hoffen, dass der Gegner natürlich uns auch immer solche Momente gibt. Das war jetzt gegen Bochum natürlich nicht der Fall, weil wir sehr viele Bälle lang geschlagen haben. Ging es dann eher viel um Kampf um den zweiten Ball.
Und um diese Ballgewinne zu haben, brauchst du natürlich auch einen Gegner, der von hinten versucht, auch immer wieder mal rauszuspielen. Und ich glaube, Saint-Gilloise hat da eine ganz gute Mischung. Sie sind jetzt auch nicht die Mannschaft, die das größte Risiko nimmt, von hinten rauszuspielen. Halten ihr Spiel relativ einfach, aber machen das auch wieder sehr gut. Haben einen guten Speed vorne, haben ein gutes Umschaltverhalten, sehr gutes Umschaltverhalten in beide Richtungen. Eine gute Aktivität im Pressen. Also es wird schon eine große Aufgabe, die auf uns zukommt, aber wir fühlen uns auch gut vorbereitet und wollen morgen, wie gesagt, dann auch diesen Kampf liefern. Und es ist ja jetzt nicht so, dass wir das bis jetzt noch nicht gemacht haben. Ich glaube, in Leipzig haben wir einen tollen Kampf geboten und in den Spielen jetzt in den letzten zweien gegen Bochum die Halbzeit, gegen Köln war es nicht gut, das wissen wir, aber morgen wollen wir es halt von der ersten Minute an zeigen. Bitteschön. Hey coach, can I ask you a question in English or French? Yes. English? Comme tu veux. Okay, thank you. So you've seen that Union are flying this year in all competitions. I guess you've done your scouting. And what do you think about this team? What are their biggest strengths and more importantly the weaknesses that you might exploit tomorrow in the away game? I want to talk more about the strengths of the team. I think they're very good in the transition in both directions. They have a very good defensive transition with a good counter pressure. They are very good in the transition offensive with Nielsen, who can keep the ball good as a ball player. With Amura, he has a very good speed. We know that. So I think it's in collective. It's a very good team. It's a team who runs a lot. It's a team who has good ideas in both directions, in defense and offense. And so it will be a big task tomorrow for us. Yeah. If you mind, just a small question about your experience in Belgium. You've had experience with Loïc Lapoussin, Anthony Maurice, and Guillaume François. How do you feel about these guys now playing the highest level in Belgium? Were you expecting these guys to reach it? And it's maybe a little bit emotional for you to see them again. Yeah, it's always good if you play against a team where you know some players. So I worked with these three players in Verton, and I'm very proud of them. What kind of career they make now? I mean, if you take Loïc Lapoussin, we took him from the third league in French, and he was directly a good player for us, and he make a very good way. Tony Maurice, I know him. He was my captain in Verton, so he's a perfect captain for a coach. He can lead the group. He's a fantastic goalkeeper. Guillaume François, he was also with me in Verton. He is, I think, a well-known player in Belgium. Unfortunately, he was in the time when I was there a lot of times injured. So, but he's also a good guy, a good player. I mean, he's not playing so much in this moment. But yeah, it's not only them, but it's always nice to see some people who you work with before. Julian Franzke vom Kicker. Hello, die Kollegen aus Belgien haben berichtet, dass jetzt auf Gegnerkräfte eben sehr stark im Pressing ist, im Gegenpressing ist. Worauf kommt es da für euch an, um euch da bestmöglich zu lösen, dass es nicht zu so Ballverlusten kommt im Aufbau, wie jetzt beispielsweise in Köln oder in Darmstadt? Wenn ihr es schafft, euch da zu lösen, habt ihr wahrscheinlich auch entsprechend gewonnen in der Offensive. Ja, es ist halt, das ist eine gute Frage. Es ist halt immer wichtig, dass du eine gute Mischung hast in deinem Spiel. Ich meine, wir haben jetzt gegen Bochum schon sehr viele lange Bälle gespielt, weil wir nicht unbedingt in dieses Pressing reinspielen wollten, weil wir wussten, es ist sehr viel Mann gegen Mann, immer wieder Druck im Rücken. Haben wir dann immer wieder auch mal die einfache Lösung gesucht und es gilt darum, eine gute Mischung zu finden. Wir haben immer wieder auch aus diesen Drucksituationen uns auch Torchancen erspielt. Ich glaube, in Darmstadt dann auch aus so einer Drucksituation das 1-0 erzielt. Es ist immer eine Chance, aber auch ein Risiko. Ja? Also wenn du dann natürlich einmal in die Dynamik kommst, einmal in eine Spielverlagerung kommst, dann wird es auch schwer, weil wir dann einen guten Speed haben, weil wir das dann echt gut machen. Aber du hast natürlich auch immer die Gefahr, dann, dass ein Ballverlust da ist. Und am Ende des Tages geben wir jetzt schon vor, dass wir versuchen, rauszuspielen, aber trotzdem die Entscheidung dann auch den Spielern überlassen, wenn der Druck irgendwann vielleicht zu groß ist oder wenn Trapo zum Beispiel sieht, dass die ersten zwei
Torwartabstöße so gepresst wurden, dass wir den Ball verloren haben, dann hat er auch die Freiheit zu sagen, Männer, jetzt schieben wir vor, jetzt spielen wir einfach mal auch einen langen Ball. Also da sind die Jungs dann auch schon frei in ihrer Entscheidungsfindung und du musst immer ganz gut abwägen zwischen Chance und Risiko, zwischen Spielmomentum, wie ist es gerade. Und wir haben uns sehr, sehr viele Torchancen schon kreiert aus solchen Aktionen, haben aber auch Torchancen dann auch schon für den Gegner zugelassen. Von daher ist es immer wichtig, eine gute Mischung zu finden. Martina Knief vom HR und dann Roland Palmert von der Bild. Herr Dommel, das, was Sie eben gesagt haben und was Aurelio Hüther gesagt hat, heißer Tannen, gute Mannschaft und auch zu den Tugenden zu finden, die Sie angesprochen haben, hilft es, dass man den Wettbewerb wechselt? Dass jetzt all das, was in der Bundesliga bisher in diesem Jahr schon war, okay ist, aber eben jetzt der Lieblingswettbewerb, der Eintracht in einem Europapokal anschaut? Ja, es fühlt sich schon für mich zumindest mal so an. Es fühlt sich besonders an, weil jeder, der den Verein kennt, der den Verein verfolgt hat, ich glaube, Aurelio kann da noch ein bisschen mehr aus Erfahrung sprechen, weiß, dass internationale Nächte was ganz Besonderes sind für diesen Verein und auch für uns. Und das hatte ich dann auch schon direkt am Sonntag nach dem Spiel gegen Bochum thematisiert, dass die Jungs sensibilisiert sind dafür, dass wir die ganze Saison dafür arbeiten, am Ende der Saison international spielen zu dürfen. Und jetzt dürfen wir in diesem Wettbewerb spielen. Und genau so mit dieser Ernsthaftigkeit sollten wir auch an diese Aufgabe herangehen, weil wir genau wissen, dass es in der Liga nicht immer so einfach ist, sich für so einen internationalen Wettbewerb zu qualifizieren und dass es harte Arbeit ist, dass es Phasen gibt, wo du Enttäuschungen erleiden musst, wo du Freude hast. Und dass wir einfach auch wissen, dass wenn du über ein Jahr lang dafür arbeiten musst, extrem viel arbeiten musst, dass du da dabei sein darfst, dann sollten wir jetzt auch diese Möglichkeit beim Schopfe packen und auch nutzen, damit wir diese Festtage dann auch ausweiten können und auch länger genießen dürfen. Roland Palmert, bitte. Dino, wenn ich es richtig verstanden habe, hattest du ja gegen Bochum mit zwei Stürmern, Tascha und Omar geplant. Ist das jetzt einfach nur verschoben bis auf morgen oder haben wir einen anderen Wettbewerb, das ist auswärts, dass man vielleicht zumutig wäre oder wie sind deine Gedanken? Nee, es geht nicht um zu mutig oder nicht mutig. Es geht immer darum, die richtige Mischung zu finden. Was gibt der Gegner uns für Räume? Was ist das System, was am besten auch zu dem jeweiligen Gegner passt? Und ob das dann mit einer Spitze ist, mit zwei Spitzen. Und egal ob Dreierkette, Viererkette, das hat auch meines Erachtens keine Aussagekraft, ob das jetzt offensiver ist oder defensiver ist, sondern es geht natürlich immer darum, wie ein gewisses System dann auch interpretiert wird und was wir dann sehen wollen. Und wir haben uns einen guten Plan zurechtgelegt für morgen und wir fühlen uns gut vorbereitet. Die Jungs haben vor allem gestern einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Heute ist jetzt ein bisschen weniger passiert im Training, aber gestern war es sehr ordentlich. Und wir wollen das einfach auf den Platz bringen und wollen diese Aktivität und diese Aggressivität, die Markus auch zu Recht da angesprochen hat, wollen wir dann auch ummünzen dann ins Spiel. Peppi Schmidt. Dino, du hast eben gerade kurz den Tag angesprochen. Gehe ich jetzt davon aus, dass der gesund ist? Gilt das auch für Omar Manusch, der verletzt ausgewechselt wurde? Oder sind also alle spielfit, um es mal so zu sagen? Also wenn ich jetzt nach den zwei Trainingseinheiten gehe, jetzt gestern und heute, gehe ich davon aus, dass sie beide morgen spielen können. Außer es ist jetzt nochmal eine ungewöhnliche Reaktion, davon gehe ich jetzt nicht aus, aber sie haben beide einen quiquidellen Eindruck gemacht im Training. Junior ist jetzt kein Kandidat für die Startelf, hat aber wieder gestern Teile des Trainings mitgemacht. Heute hat er alles mitgemacht und ist auf jeden Fall ein Kandidat, um dann auch im Laufe des Spiels uns zu helfen. Markus, schön, du kannst persönlich, als ich, wenn du den auch irgendwie mal fragst, wie gepusht er geht durch den Nachwuchs und wie das Spiel gehen kann und wie toll das jetzt ist, oder konnte er nicht schlafen die letzten Tage? Already the question from the journalist Peppi Schmidt is, how do you feel after the birth of your baby and how motivating is it for you? Yeah, I feel really good. It's cannot explain, just feeling in the moment, but feel really, really good. My wife is good and we are really happy to have our baby with us. Also er kann es kaum in Worte fassen. Sehr glücklich. Ja? Okay. You want to sleep good? You have a good sleep also? The last few days, not so much.
today good sleep. Ja. Also der Schlaf war jetzt nicht so, aber heute Nacht wahrscheinlich dann, ja. Beginn. Boy. Ja. Mark Weidenfeller vom Hall. Ich würde auch nach dem Personal fragen, das kann ich schon alles beantworten. Okay. Ich finde auch Sascha Gleitschig, könnte ja müde sein, aber... Ja, Hugo, klar, Hugo Larsson fällt aus. Elias Baum ist krank, ist auch nicht mit an Bord. Ansonsten, bis auf die beiden, die wir nicht nominiert haben, sind alle Mann an Bord. Christopher Michel von den Fußball News. Dann kommen wir mal zu dem anderen Hugo. Wie sieht es denn da jetzt aus? Können wir den schon weiter aufpäppeln? Und generell hast du jetzt auch nach den letzten Tagen wieder das Gefühl, dass ihr auch mit den Neuzugängen noch einen Schritt weitergekommen seid, auch nochmal auf Mamouche und Kalajdzic, das die vielleicht auch als Kapitelspitze oder generell vom Zusammenspiel her passen. Ja, bei Hugo ist es so, dass ich glaube, er hat jetzt in beiden Spielen schon einen bleibenden Eindruck hinterlassen, glaube ich, kann man schon so sagen. Ich wiederhole mich da gerne, dass wir sehr froh sind, dass er da ist. Es ist halt jetzt leider keine große Zeit, um ihn im Trainingsrhythmus so aufzubauen. Es ist halt einfach jetzt die Sachlage ist so, dass wir ihn über Spielminuten in den Rhythmus kriegen müssen. Und das ist aber auch okay. Er ist ein junger Kerl, er wird da schon auch relativ schnell Fortschritte machen. Und er wird im Normalfall auch morgen wieder seine Minuten bekommen. Und man hat gesehen, ich glaube, er hat schon sein großes Potenzial angedeutet. Und ich glaube, jeder von euch, genauso wie wir und auch jeder Fan draußen, kann sich dann auch schon vorstellen, wie es dann ist, wenn er wirklich 100% fit ist. Und da können wir uns drauf freuen. Roland Palmert. Bernardo Hugo, hast du ja schon gehört, vielleicht logischerweise aus, wie sehr beeinträchtigt dich das? Du hast mit Elias und Mario zwei Sechser. Geht das genauso oder fehlt euch schon so ein bisschen so ein raumgreifender Spieler mit seinen Leuten? Ja, also klar ist Hugo ein guter Spieler, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Und dass er auch ein gewisses Element reinbringt, was Laufstärke betrifft und Frische und Dynamik. Aber wir brauchen jetzt nicht uns hinter einem Ausfall von einem 19-Jährigen zu verstecken. Also wir sollten schon in der Lage sein, diesen Ausfall zu kompensieren. Gott sei Dank ist es ja auch nur, in Anführungszeichen, nur der einzigste Ausfall, bis auf die, wie gesagt, die Krankheit von Elias Baum. Und von daher... Ich glaube, Mario, Elias sind in der Lage, das zu machen. Sie haben genug Erfahrung. Sie haben auch in dieser Kombination schon beide gute Spiele gemacht. Wir haben Seppelrode, der für uns, ich habe heute mit Seppel auch nochmal gesprochen, der für mich ein sehr wichtiger Spieler ist, der uns hoffentlich in dieser Saison noch viele gute Momente geben kann und hoffentlich dann auch irgendwann an dem Punkt ist, wo wir sagen, okay, wir lassen ihn dann die 60 Minuten spielen. Dann wünsche ich mir den Seppel, wie ich ihn dann zuletzt in dem Pokalspiel gegen Leipzig gesehen habe im Finale. Und das ist halt dann auch schon jemand, der uns da total weiterhelfen kann. Julian, bitte. Meine Frage zu Nils Nkunku. Da habe ich mal so die Überlegung angestellt, ob er in der Dreierkette außen vielleicht besser aufgehoben ist als Schienenspieler, weil er dann seine Stärken nach vorne vielleicht noch besser zur Geltung bringen kann als in der Viererkette, wo er automatisch ein bisschen vielleicht stärker hinten absichern muss. Wenn sicherlich nicht verboten ist, nach vorne zu gehen. Wie siehst du dieses Thema? Ja, also da gebe ich dir auch natürlich in einer gewissen Art und Weise wieder recht. Es ist klar, dass du dann automatisch einen Tick offensiver dann sein kannst, weil du eben halt nochmal eine Absicherung hinter dir hast. Nils hat sich aber mittlerweile so gut entwickelt, dass er auch als linker Verteidiger gute Spiele machen kann. Und ich glaube auch, dass da gerade diese Läufe dann hinterlaufen oder überlaufen, dass er aus dieser Position auch echt gute Spiele schon gemacht hat und gute Aktionen dann auch gemacht hat. Und er selber, um selber torgefährlich zu werden, ist es vielleicht ein Stück weit hilfreicher, dann doch in so einer Dreierkette dann linker Schienenspieler zu sein. Aber um torgefährlich zu werden, was Flanken betrifft, da kann er dann auch aus einer tieferen Position. Und mittlerweile kann er beides. Am Anfang hatte man immer noch so ein bisschen Bauchschmerzen, was das Verteidigungsverhalten dann in der Viererkette betrifft. Aber da hat er sich auch sehr gut entwickelt und hat das auch echt gut gemacht. Und Philipp hat auch ein gutes Spiel gemacht jetzt gegen Bochum, hat viele Flankenaktionen gehabt, hat da die 100%ige von Ansgar auch vorbereitet mit einem super Flankenball. Hat eine gute Energie auf den Platz gebracht. Wir sind froh, dass wir jetzt beide auch für diesen Wettbewerb zur Verfügung haben. Und beide können sowohl in der Viererkette als auch in der Fünferkette agieren. Sonja Pahl. Question for Aurelio.
Aurelio, what would you suggest? What kind of match is this going to be for you tomorrow, if you're going to play or not? I'm not suggesting anything in advance. And secondly, how will you get into fighting mode that the coach was mentioning earlier? Responding to your first question, we saw already the team. We know that will be a difficult game. They have, like I said before, they have quality, but we are ready. We train good these last 2 days, and we are ready for the game. And then you get into fighting mode yourself. Do you need any special music or anything, or will it be the your baby calling you on the phone? No, just my normal routine. Nothing special. Just get my motivation, and of course now I have more energy, especially because the baby is here, and I feel even more motivated. Gehen wir zu Tim Brockmeier und dann Marc Weidenfeller, bitte. Vielen Dank. Herr Tommeller, was ich jetzt schon öfters gesagt habe, Kampfmodus und Kampfspiel, also erwarten Sie morgen wirklich, dass es mehr um Grasfressen und Gegner körperlich bearbeiten geht, als um das spielerische Element, oder meinen Sie da auch mit Kampfmodus, dass es um das berühmte Emotionsniveau geht, also dass man den extra Meter gehen muss, dass man mental bereit ist, wirklich auf Gas zu kommen? Ja, ich glaube, es geht ja gerade so um diese mentale Bereitschaft, um wie du ins Spiel reinkommst, wie ist der erste Zweikampf, wie läufst du im ersten Moment den Gegner an, und natürlich definieren wir uns auch über einen guten Fußball, den wir spielen wollen, dass wir gepflegt auch aufbauen wollen immer wieder, aber auch einfache Lösungen suchen. Also das ist dann auch wieder diese Mischung, die wir finden müssen. Die spielerische Qualität, die wir haben, darf jetzt dann nicht auf Kosten gehen, dass wir nur noch da an Aggressivität und Kämpfen denken, das ist auch klar. Aber ich glaube, das, was wir sehen wollen, und was ich eben ja auch schon angesprochen habe, ist, die Spiele werden halt im 16er entschieden. Und da gilt es halt, präsent zu sein, sowohl vorne in der Box, dass man dann auch diesen unbedingten Willen hat, vorne die Tore zu machen, und auch genauso hinten in der Box mit allem, was du hast, auch dann zu verteidigen. Und dazwischen, das ist immer alles gut und schön, und das sieht manchmal schön aus, das sieht manchmal vielleicht weniger schön aus, aber es geht am Ende darum, im 16er präsent zu sein. Und das ist unsere Hauptaufgabe, und ich glaube, wenn man die Torchancen sieht, die wir jetzt im letzten Spiel, vor allem in der zweiten Halbzeit hatten, wenn du da halt nochmal mit vielleicht ein bisschen mehr Punch da in diese Aktion reingehst, dann schießt du halt ein Tor, und dann gewinnst du halt auch ein Spiel. Und wir wissen, dass es halt immer schnell in so eine Richtung dann auch kippen kann, sowohl positiv als auch logischerweise negativ. Und wir sollten uns bewusst sein, dass wenn wir vorne vorm Tor sind, dass wir mit dieser Verantwortung halt auch bewusst umgehen, dass es da darum geht, ein Tor zu schießen. Und dann kannst du dann natürlich auch nochmal ganz anders das Spiel dann weitergestalten. Und von daher geht es um diese mentale Bereitschaft, da zu sein. Aber wir brauchen schon dann auch eine gute Mischung, und wir werden jetzt auch nicht unseren Weg da über den Haufen schmeißen. Wir wollen schon gut Fußball spielen, klar. Und wir wollen wieder gut Fußball spielen. Plus diese Mischung auch mit Intensität und Power. Und da ist jetzt jeder in der Verantwortung. Da haben wir jetzt auch oft genug über Dinge gesprochen, wo wir gesagt haben, okay, ist eine junge Mannschaft, das ist alles gut und schön. Das hat Markus ja auch gesagt, dass es gewisse Dinge gibt, die sich entwickeln müssen. Aber wir müssen uns halt schneller entwickeln. Und das ist jetzt auch eine klare Forderung dann logischerweise auch an die Mannschaft, weil jetzt kommt eine Phase, die sehr wichtig sein wird für uns. Und wir freuen uns auf diese Phase, weil es sind geile Spiele, die vor uns liegen. Mit dem Spiel jetzt morgen hier und dann, ohne jetzt da zu weit abzuschweifen, aber dann haben wir ein Auswärtsspiel gegen einen direkten Konkurrenten, und dann kommt das Rückspiel. Also wir haben schöne Wochen vor uns und wissen, dass wir da in diesen 3 Spielen, die jetzt als in einer Woche stattfinden, dass wir da auch viel gewinnen können. Und darum geht es. Wir sollen positiv an die Sache rangehen, und wir wollen halt im Trainerteam dann auch das vermitteln, dass wir alle Bock haben auf die 3 Aufgaben. Christopher Michel. Ach so, genau, sorry, Marc. Apropos viel gewinnen, ich habe heute Morgen den neuen Eintracht-Podcast gehört. Da hat Timmy Chandler gesagt, dass die Eintracht so eine Dynamik entwickeln kann in diesem Wettbewerb, dass am Ende immer so ein Titel drin ist. Ist das ein Gedanke, der dir gefällt, den du auch hast, oder ist das noch zu weit weg? Nee, da denke ich überhaupt nicht dran, weil wir wollen jetzt einfach mal morgen ein gutes Spiel machen. Wir wissen, dass wir
leistungstechnisch schon noch Luft nach oben haben. Und das wollen wir einfach jetzt so schnell wie möglich dann auch auf den Platz bringen. Wir werden jetzt auch, das ist halt auch ein Fakt, dass wir jetzt morgen das erste Mal, wie gesagt, bis auf Hugo und die zwei Nicht-Nominierten, dann das erste Mal den ganzen Kader beisammen haben für ein Spiel. Und jetzt gibt es für uns auch, wir wissen auch, dass es vielleicht dann auch nochmal eine Woche, zwei, aber es gibt jetzt, wir wollen einfach keine Ausreden mehr haben und wollen einfach ab morgen dann schon das auf den Platz bringen, was wir uns alle wünschen. Es ist nicht so nur so, dass das Markus so sieht oder der ein oder andere Fan, sondern wir ja auch. Und wir haben schon den Anspruch, das besser zu machen. Jetzt Christopher. Dino, du hast ja in Belgien ein bisschen Erfahrung gesammelt und generell, ich persönlich finde das immer wieder beeindruckend, was dieses Land immer wieder für tolle Kicker hervorbringt, die dann auch europaweit irgendwo landen. Was, wenn du dich ein bisschen auskennst, was macht die Arbeit hier in Belgien offenbar aus, dass denen das immer wieder gelingt und dass diese Mannschaft jetzt auch in unseren Juniorenadern so schwer zu bespielen sind? Ja, ich glaube, so in der Jugendarbeit, das, was ich so mitbekommen habe, wir hatten jetzt ein getrenntes Gelände in dem Verein, wo ich dann war, mit der Jugend, aber die Spiele, die sie gemacht haben, waren viele kleine Spielformen in der Jugend, dass jeder auch viele Ballkontakte hat und nicht so wie bei uns, dass die Spielfelder schon sehr, sehr groß sind und teilweise zu groß dann auch für den gewissen Altersbereich. Dann hast du halt natürlich viel weniger Ballaktionen und so, glaube ich, ist es schon dann auch, was die Jugendförderung betrifft und die Art und Weise, wie der Fußballverband da rangeht, anscheinend richtig gut und das machen sie gut. Und ansonsten ist es jetzt schon, glaube ich, auch ein interessantes Fußballland. Also sie haben sich wirklich hier sehr gut entwickelt. Es gibt viele interessante Mannschaften. Normalerweise ist ja Club Brügge der beste Verein jetzt, was, glaube ich, die Geschichte an Titeln betrifft in Belgien. Aber da macht Saint-Gilloise jetzt in den letzten Jahren, vor allem in den letzten Jahren, hier eine hervorragende Arbeit. Ich glaube, wir waren jetzt in den letzten drei Jahren jeweils Erster am Ende der normalen Spielzeit. Dann gibt es ja nochmal die Playoffs. Und es ist jetzt ein neuer Trainer da. Alex hat es vorher in einem anderen Verein in Belgien, in Oostend, auch sehr gut gemacht. Macht es hier jetzt auch sehr gut. Und ja, sein Vorgänger hat es sehr gut gemacht. Also haben dann schon anscheinend den ein oder anderen Verantwortlichen hier in dem Verein, der es dann auch auf die Platte bringt, dass der Verein Jahr für Jahr, trotz namenhafter Abgänge auch, das muss man auch sagen, immer wieder eine schlagkräftige Truppe dann auf die Beine stellen zu können. Bitte sehr. Coach, I'm sorry if the question has already been asked in German, but how important is tomorrow's game in Frankfurt's season compared to the Bundesliga? The Liga, is there a hierarchy between the two competitions for you in your mind? It has nothing to do with the Bundesliga. It's for us the standard or the our level that we want to reach the next round. We are here in the European competition. We all know that it means a lot for everyone who support Frankfurt or for also for us, for the players, for the coaches, for the club. It's a big game, and we know our responsibility, and we just to bring it on the pitch.